Ja, guten Morgen, Sebastian Edati. Der soll jetzt versuchen, hier Licht ins Dunkle zu bringen. Keine einfache Aufgabe, denn er hat es zu tun mit viel Behördenwiderstand. Herr Edati, guten Morgen. Ja, ist noch ziemlich früh heute, ne? Für uns beide. Sie waren auch gestern schon abends noch aktiv und so wird es Ihnen ja auch weiterhin ergehen. Herr Edati, ist das wirklich nur beispielloses Versagen oder ist das tatsächlich ein brauner Sumpf, den man da befürchten muss? Ich glaube, dass wir es zu tun haben mit einem gewissen Eigenleben innerhalb des Verfassungsschutzes insbesondere. Das erleben wir jetzt nicht nur im Bundesamt für Verfassungsschutz. Wir haben da auch viele andere Belege dafür. Wir werden uns heute im Ausschuss unter anderem beschäftigen mit den Anschlägen in Köln 2001, 2004, die von der Terrorgruppe verübt worden sind, wo es auch nach den Akten sich so darstellt, dass der Verfassungsschutz keine hilfreiche Rolle gespielt hat. Nun müssen Sie sich auch damit beschäftigen, wer diese Akten, nicht nur wer, sondern warum diese Akten vernichtet worden sind, die sich auf die Operation Rennsteig beziehen. Das sind die V-Leute, die man versucht hat einzuschleusen, offensichtlich in die NSU-Terrorgruppe. Wissen Sie eigentlich überhaupt, was in diesen Akten stand? Bisher noch nicht. Die Operation Rennsteig hatte nach dem, was ich bisher weiß, was mir bekannt ist, zum Ziel gehabt, aus der rechtsextremen Szene in Thüringen aus dem Bereich des sogenannten thüringischen Heimatschutzes heraus Informationsquellen zu gewinnen. Also nicht Leute einzuschleusen, sondern Leute zu gewinnen, die bereits dort aktiv gewesen sind. Und zumindest fünf von den Personen, die entsprechend geführt worden sind, von den Verfassungsschützern auf Bundesebene, fehlen jetzt die Aktenbestände oder zumindest ein Teil davon. Ich habe gestern Abend noch eine Nachricht bekommen vom Bundesinnenministerium und versucht da jetzt für uns zusammenzustellen, was noch da ist. Aber auch da ist dann gleich eingeschränkt worden, dass zum Beispiel der ebenfalls beteiligte Militärischer Abschirmdienst, das ist der Nachrichtendienst der Bundeswehr, sich weigert, dem Untersuchungsausschuss die Akten zukommen zu lassen. Das wird noch viele Diskussionen geben. So geht es jedenfalls nicht. Ich habe schon den Eindruck, wir werden da ein bisschen behindert bei der Aufklärung. Das heißt, die Dienste untereinander sind nicht bereit, sich Informationen zukommen zu lassen. Das war wohl auch in Thüringen der Fall. Da gibt es ja sogar die Information, dass in Thüringen der Landesverfassungsschutz nichts von der Operation Rennsteig wusste, also von den V-Männern des Bundesverfassungsschutzes. Das ist ja etwas, was dieses Amt nicht vertrauenswürdiger erscheinen lässt. Müssen es da Reformen geben? Muss der Dienst vielleicht sogar abgeschafft werden? Die Informationen sind sehr widersprüchlich, die wir haben. Also da ist noch viel Dunkelheit und wenig Licht. Ich hoffe, das wird sich ändern im Laufe der nächsten Tage. Ich glaube schon, dass wir einen Verfassungsschutz brauchen, weil die Aufgaben, die da wahrgenommen werden, nicht der Polizei übertragen werden sollten. Wir müssen darauf achten, dass wir da trennen zwischen polizeilicher Arbeit und nachrichtendienstlicher Tätigkeit. Aber diese nachrichtendienstliche Tätigkeit muss politisch kontrolliert werden und sie muss auch transparent sein. Und offenkundig sind da Spielregeln eindeutig verletzt worden. Und das ist ein eklatantes Beispiel dafür. Ich finde es jedenfalls ausgesprochen misslich, wenn wir feststellen, dass selbst innerhalb einzelner Bundesländer die Kooperation zwischen Polizei und Verfassungsschutz zum Teil desaströs zu verlaufen scheint. Können Sie doch mal ein Beispiel nennen, wo wirklich politische Verantwortung nicht wahrgenommen worden ist? Ein ziemlich drastisches Beispiel ist Hessen. In Hessen gab es in Kassel 2006 einen Mord. Am Tatort war ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes. Der hat sich nicht gemeldet, trotz eines Zeugenaufrufes. Der konnte dann aber trotzdem gefunden werden und hat die Polizei gesagt, der gilt für uns als mordverdächtig. Hat sich an den Arbeitgeber, an die Behörde gewandt, hat gesagt, wir wollen wissen, mit wem hatte Ihr Verfassungsschützer, Ihr Beamter Kontakt gehabt. Der hatte mit rechtsextremen Quellen gearbeitet. Mhm. Und die Polizei und die Staatsanwaltschaft wollte diese Quellen befragen. Das ist abgelehnt worden vom Verfassungsschutz mit der Begründung, das sei nur ein Mordfall, das sei nicht wichtig genug, dass der Verfassungsschutz der Polizei helfen muss. Am Ende ist das entschieden worden vom damaligen hessischen Innenminister, Herrn Bouffier, heute Ministerpräsident. Und der hat es so gesehen wie der Verfassungsschutz. Und das ist, ehrlich gesagt, die Verhinderung von Strafverfolgung im Amt. Ja, das ist eine harte Einschätzung von Herrn Edati. Da gibt es wohl noch vieles aufzuklären und wohl auch noch viele politische Verantwortungsträger, die befragt werden müssen.